Herzlich willkommen zurück bei Destiny 2 Witch Queen im Durchgezockt-Format. Wir müssen ganz kurz reden, denn ihr wundert euch eventuell, na eigentlich wundert ihr euch nicht, aber ihr werdet euch gleich wundern, denn ein kleiner Story-Schnipsel fehlt, die letzte Mission. Die Aufnahme davon ist leider komplett in die Brüche gegangen. Die Datei kann nicht gelesen werden und kein Programm dieser Welt mag mir diese Datei irgendwie noch einmal zusammenstöpseln, dass ich die nutzen kann. Das ist jetzt nicht allzu schlimm, es ist natürlich blöd, weil ihr jetzt einen Story-Schnipsel nicht habt, deswegen lasst mich kurz einen Recap für euch machen. Was wir rausgefunden haben ist, dass Savathun, fangen wir mal mit dem Zeugen an, diese neue Entität, mit der wir zu tun haben. Anscheinend kann oder konnte diese Entität verschiedenste Dinge in andere, neue Realitäten bringen. So, und Savathun wiederum hat vor, wahrscheinlich mit dieser Macht, so habe ich das verstanden, den Reisenden zu sich hier in die Thronwelt zu holen. Und wenn das passiert, sind wir natürlich als Hüter von unserem Licht getrennt. Ergo, sie hat das Licht, wir haben es nicht. Das ist grundsätzlich schon mal eine schlechte Ausgangssituation. Wie kommen wir dazu? Dazu kam es auch ganz kurz. So wie ich das verstanden habe, hat es ein kleines bisschen den Anschein, als würde Savathun versuchen, mit uns das zu machen, was den Elixni mal passiert ist. Die Elixni, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, die Elixni waren ja einmal die Hüter des Reisenden. Der Hüter war erst auf deren Planeten, hat sich dann allerdings vom Acker gemacht, um auf die Erde zu fliegen. Hat die Elixni ja wortwörtlich im Stich gelassen. Weil er, wahrscheinlich dachte er, dass er hier von uns besser beschützt werden kann. Jedenfalls war das der Punkt, wo wir zu Hütern wurden. Und jetzt klingt es so, als würde Savathun versuchen, den Reisenden dazu zu bringen, in die Thronwelt hier zu kommen, wo er, naja, nochmal besser beschützt werden kann. Also weg von uns, lieber zu den Schar, hier in die Thronwelt von Savathun. Und das ist mehr oder weniger die Ausgangssituation, die wir jetzt hatten. Und jetzt habe ich auch genug gebrabbelt. Und wir bewegen uns zur nächsten Story-Mission. Beten wir zu allen Göttern, die ihr euch so vorstellen könnt, dass diese Aufnahme funktioniert. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Oh, moin. Oh, der hält aber aus. Huch. Ja, Kollege, weißt du was, dann lauf weg. Ich mach einfach mal hier, ich mach weiter Story, okay? So, natürlich auf legendär. Und dann schauen wir noch mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Nicht entgehen lassen. Genau, das war auch nochmal eine kleine Information, was wir jetzt gerade machen. Es gibt Tempel hier in der Thronwelt von Savathun, die wir in der letzten Mission, die halt leider nicht aufgenommen wurde, waren wir in so einem Tempel, in Oryx Tempel tatsächlich, und haben dort die Informationen bekommen, die ich euch am Anfang erzählt habe. So, hier ist schon wieder ordentlich Action, wie das halt so ist, ne? Die werfen hier mit ihren... Heilige Mutter Gottes. Wir wissen auch noch immer nicht, was die Hohn hier macht, oder?
Also, ich weiß es jedenfalls nicht. Das hat erstmal nichts zu bedeuten. Man kann eine Menge Gründe haben, warum ich etwas nicht weiß. Oh, ich liebe dieses schwarze Loch. Oh, und mir fällt auch auf, wo ich hier gerade... Ah, okay, passt noch ins Inventar. Ich glaube, ich habe einige inzwischen. Aber da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Achso, wir haben auch noch das Season-Artefakt aufgelevelt. Müssen wir da rein? Finde einen anderen Weg in die Tunnel. Also müssen wir da nicht rein. Ich bräuchte mal eine Information. Ich gehe da einfach mal durch. Das scheint richtig. Der Hohn ist verschanzt als beim letzten Mal, als wir hier waren. Oh ja, der Hohn hat sich hier tief eingegraben. Da lang, alles klar. Ja, hier waren wir schon mal früher in anderen Missionen. Da haben wir gegen diesen dicken Panzer gekämpft. Okay, hier ist Action. Respawn ausgeschlossen. Komm, komm raus da. Ja gut, die Glebe ist jetzt auf die Distanz nicht so der Bringer. Oh! Das ist ja unglücklich. Oh, oh. Oh, wow, 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 wow. Ganz ruhig. Wir bleiben ganz ruhig, Jungs. Ich würde sagen, die haben wir gut in den Griff bekommen. Was haben wir noch da? Ich habe Angst vor Scharfschützen. Aua, und vor was auch immer das ist. Bin unschlüssig. Vielleicht ist Offensive nicht die beste Idee. Nee, ist eine schlechte Idee. Oh. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass er so ein Dickmann ist. Na gut. Ist aber nicht allzu brenzlig, die Situation. Ist noch kein dicker Boss aufgetaucht. So. Wo ist diese Kampfbahn eigentlich? Oh, ihr seid ja schnuckelig. Was macht ihr denn da? Ja, haut mal lieber ab. Hier ist gleich ordentlich Action. Und weg mit dem Schild. Aua. Aua. Au. Boah, was schießen die denn da? Was ist das? Völlig egal. Wir holen uns ihn hier. Och nö. Ja, so will ich das sehen. Schöne Sache. Dann sind wir dem nämlich los. Oh oh. Eventuell ist das immer noch keine gute Situation. Alter Finne! Tut das alles weh, was die hier machen? Meine Güte! Ist wahrscheinlich absoluter Overkill, ne? Ist nicht mal ein Kill. Oh nö. Ja, komm. So, wo ist dein Kollege? Ach, der ist schon weg. Alles klar. Ein ledierter Häuptling.
Boah, dieses schwarze Loch, ne? Ich kann nicht aufhören dazu sagen, aber das ist Gold wert. Okay. Die haben Autokontrolle. Oh, oh. Ah, das ist noch ein Dickmann. Ja, da haben wir aber genug Raketen für. Ich habe kurz befürchtet, dass die Rakete gegen diese Mittelsäule fliegt. Nein! Nein, genau das habe ich befürchtet. Ah, ah. Das ist nicht Teil der Abmachung. Alter, kracht das. Ja, nee, da brauche ich keine Rakete für. Okay. So weit, so gut. Ach du meine Güte. Oh oh. Nee, 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 nee. Oh. Da war jetzt aber schon wieder knapp. Komm raus, Kollege. Nicht so schüchtern. Oh yeah, Waffe aufgelevelt. Und da sehe ich doch schon Loot. Oh, Leute. Also, Finch, erzähl uns mehr über diesen Tempel. Woher weißt du, dass er Satona geweiht ist? Ich habe nur kurz hineingeschaut, aber die Statue da drin sieht genauso aus wie sie. Also hat Savathun ein Mausoleum für ihr jüngeres Ich gebaut und es dann aufgegeben. Warum? Ich weiß es nicht. Aus Scham? Wer schämt sich nicht ein bisschen für seine Vergangenheit? Naja. Wir würden da wirklich einige Sachen einfallen, Sag für die es sich zu schämen gilt. Aber hier gibt es eine Illusion. Mit Savathuns Signatur. Also, hat sie diesen Bereich nicht völlig ungeschützt gelassen? Warum ist sie nicht zurückgekehrt, um die Schutzmaßnahmen mit dem Licht zu verbessern? Warum hat die strahlende Schar sich nicht dem Hohn entgegengestellt? Oh, vielleicht ist es ein Köder. Oh. Vielleicht lockt sie den Hohn an, um ihn zu bekehren, ihn gegen den Zeugen einzusetzen. Ich bezweifle stark, dass Savathun ihre Thronwelt für ein paar Hohnbrigaden aufs Spiel setzen würde. Nein. Savathun und der Zeuge tragen einen Revierkampf aus. Man gibt keinen Boden ab, außer man verliert. Ja genau, dieser Zeuge und Savathun, die hatten ja schon Berührungspunkte. Und irgendwie... Das ist aber schön gewachsen hier, das ist ja sehr komfortabel. Sehr nett. Rätselstunde. Dann zeig mal. Da ist ein Emblem. Da ist eins. Da oben noch. Hier höre ich doch irgendwo... Ah, da war's. Scheiße. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle wieder da. Oh, oh. Ich war etwas euphorisch. Und der Stein war sehr glatt. Der Stein war wirklich sehr, sehr glatt. Oh ne, ich muss alle machen. Einmal da. Einmal da. Hier oben eins. So, habe ich jetzt eins? Eins übersehen? Ja, ganz offensichtlich. Ah, shit. Ja, Moment.
Ich suche jetzt erstmal das fünfte. Sagte er und schoss auf irgendeins. Vielleicht versteckt sich das ja. Ach, da, oh, war's das? Ja, Moment, da müsste ich ja jetzt nur noch ihn. Und wen übersehe ich gerade? Da unten direkt! Nein! Okay, aber alles klar, wir wissen, wo wir hin müssen. Direkt da drunter eins. Hier vorne. Ist aber auch ein sehr umständlicher Schlüssel. Meine Güte. Cool. Oh. Zum Glück sind die Löcher genau in unserer Größe gewachsen. Okay, du bist harmlos. Hallo? Ah ja, ist es mal wieder soweit. Oh nö, nicht explodierende. Oh shit. Oh, da kam der genau von rechts, der andere. Hey, aber wir können respawnen in dem Bereich. Moment mal. Orientierung. Ganz, ganz schlecht. Aua. So, Jungs. Ich bin wieder da. Scheiße, das ist ein Explodierender. Oh Gott. Gegen die sollte ich nicht in den Nahkampf gehen. Das ist nicht so clever. Also irgendwie tue ich mich mit dem Bereich ein bisschen schwer. Boah, shit. Da ist noch so ein... Ja, keine Ahnung, womit der schießt, ist ja... Ruhig so... Hallo, Alter! Hohen Minenwerfer, ich glaube, es hackt, Junge. Das ist ja absurd. Also was hier, Junge? Kannst mal schön eine Rakete fressen. Ich komme hier nicht raus. So, meine Güte. Uiuiui, ey. Habt ihr oben die AP gesehen? Das war aber kurz vor knapp. Ey, wenn wir die jetzt gleich in einem Bosskampf haben, das wird aber eine fiese Nummer. Was flackert denn das Licht hier so? Das ist also der Tempel, den Savatun sich selbst gewidmet hat. Alter! Beeindruckend, nicht wahr? Man kann Savatun nicht vorwerfen, zu bescheiden zu sein. Meine Güte. Okay. Dann. Ist das der richtige Weg? Moment. Da wäre... Ich habe den Aufzug gesehen. Ich habe ihn gesehen. Einen Moment. Ja, ne, mal... Ah ne, damit kommt man hoch. Er muss schon runterspringen. Ich muss halt nur vorher... So, das Schwebeding aktivieren. Ist denn hier irgendwas Interessantes? Nee, ne? Wir gehen einfach mal direkt weiter. Sieht mir... Oh. Wollte gerade sagen, sieht mir nach Rätselstunde aus.
Autschi, autschi. Okay, wir beruhigen uns jetzt wieder. So. Eine... Eieieiei. Okay, Moment. Mal hier auf den High Ground. Nein, ich hab den Abzug schon betätigt und dann stand ich genau vor diesem blöden Ding. Ach Gott, nö. Ich bin ein Hüter. Ich bin ein super krasser Elite-Soldat. Sehr schön. Diese Brücke von hier aus nicht runterlassen. Es muss einen anderen Weg geben. Benutze deinen Verstand, Hüter. Du bist schon zu weit gekommen, um mit leeren Händen umzukehren. Also doch Rätselstunde. Ah, guck mal einer an. Das waren 3, das sind 4 und da hinten ist die... Nee, da ist nicht die 5. Wo ist die 5? Ach, da ist die 5. Oh, ich verstehe. Ist das wirklich so gedacht? Ja, sieht so aus, ne? Ah, meine Güte. Hi. Da ist mir kurz das Gas ausgegangen. Moin, Jungs. Oh, ich verstehe. Die sind echt krass, diese Oger. Die können ordentlich austeilen. Halt die Fresse. Oh, fall ich runter? Nein. Oh nee, Scharfschützen da drüben. Anstrengend. Eieiei, das tut aber auch alles weh, was die haben. Oh, da ist ein Dickmann da hinten. Ich heb mir die ganze Zeit die Ult auf, weil ich das Gefühl habe, dass da bestimmt noch einer kommt, wo die besser eingesetzt wäre. Oh, shit. Jo, der hat mich direkt weggesniped. Ey, die machen richtig Schaden. Zum Glück kann man hier einfach respawnen. Das ist erstaunlich nett. Tatsächlich. Hören Sie bitte auf zu schießen. Mann. Aber die müssten jetzt alle weg sein, oder? Kann ja nicht wahr sein hier. Hallo? Sind hier noch irgendwelche Scharfschützen? Nee, sieht gut aus. Wo sind die beiden Dickmänner? Oh. Eieiei. War das nur noch der eine? Ach krass. Dann haben wir den anderen tatsächlich eben erwischt. Dann geht's weiter rein in... Ja, diesen Tempel. Oh. Aber ich will erstmal hier oben gucken. Bevor ihr in den Tempel
Wir wetten abschließen, was ihr dort finden werdet. Technisch gesehen habe ich kein Glimmer, aber ich habe eine ziemlich solide Theorie, die auf dem basiert, was wir bis jetzt gefunden haben. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, Finch. Ja, lenkt den Hüter nicht ab. Wir setzen darauf, dass dieses Ding die Antworten hat, die wir brauchen. Das Schicksal des Reisenden und der letzten Stadt hängt davon ab. Ja, Richtungswechsel während dem Fliegen sind gar nicht so einfach. Nee, ich warte mal noch ganz kurz hier die Zeit ab. Komm, wir machen hier mal ein bisschen Planschi-Planschi. So, und jetzt nochmal neu. Gibt auch sonst keinen anderen Weg, ne? Okay. Oh Gott, nee, nicht nochmal so ein... Ach da. Direkt vor der Nase. Moin, Jungs. Neues Ziel. Lass die Zugbrücke herunter. Oh nein. Oh, das sind die ganz fiesen. Boah, die Armbrustschützen sind echt der Horror. Diese Platte in der Mitte sollte die Zugbrücke herunterlassen. Ja, ich bin dabei. Bitte kein Stress. Ich muss hier gerade erst noch den Schleichern mein Logo in den Schild schießen. Und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Ciao, Kollege. Ach, oh Gott, das muss aufgeladen werden. Oh nö. Oh nö. Jungs, nicht hier rein, nicht hier rein, nicht hier rein. Das ist Quarantänezone. Boah, hält der aus. Oh, oh. Muss mal kurz weg. Das sieht doch ganz gut aus. So, war das alles? Hm? Ist das wirklich alles? Oh boy. Wir lassen jetzt die Zugbrücke herunter. Gut. Sobald ihr drin seid, begebt euch direkt zu der Statue, die Finch beschrieben hat. Wenn dies dem Muster entspricht, sollte das Objekt in der Nähe sein. Natürlich direkt wieder noch mehr Gegner. Das ist aber noch ein Dickmann irgendwo. Ich glaube, das ist der Nahkampfmodus der Glewe. Den muss ich viel öfter benutzen. Oh Gott! Warum denn gleich zwei? Oh Gott, alles beschützende Treppen. Der Höhenunterschied, der macht's. Ich
Du kannst mich hier nicht treffen. Da ist eine Treppe zwischen uns. Ich bin unverwundbar. Ja, Kollege. Ich hab's ihm gesagt, aber er wollte nicht hören.